Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde. Darwin Project im Duo mit Kundran. Guten Tag. Letzte Part kam zwar viewmäßig nicht ganz so gut bei euch an, aber die Leute, die es gesehen haben, haben es gefeiert. Und deswegen gibt es nochmal einen neuen. Deswegen hoffe ich, dass das weiterhin auch so gut laufen wird. Wenn euch das Projekt gefällt, halt gerne ein Like da lassen. Auch bei Kundran vorbeischauen. Und wir schauen mal rein, ob wir was Neues entdecken. Denn wenn man jetzt in die Lobby reinkommt, gibt es schon eine neue Möglichkeit. Und zwar kann man sich sein Loadout vorgeben lassen. Man kann natürlich immer noch sein eigenes spielen. Aber das Spiel schlägt dir so kleine Klassen vor, wie The Hunter oder The Shadow. Und dann würde sich dein Loadout anpassen, also welche Schuhe du mitnimmst, welchen Cloak und so weiter und so fort. Finde ich ganz nice. Man könnte theoretisch mal ein extra Video machen, wo wir die einzelnen Klassen nehmen, weißt du? Ja, ja. Wo man sagt, okay, komm, wir spielen heute mal beide als Hunter oder als Shadow. Wäre, glaube ich, ganz witzig. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es uns gerne mal wissen. Das ist theoretisch nichts weiter als ein angepasstes Loadout, wo man sneaky ist, wo man besser tracken kann und so weiter. Also, nein, die Sachen wurden resettet, Kundran. Bei mir nicht. Meine Ultis sind doch weg. Doch, wurden sie, ja, scheiße. Was für meine weg. Falle auch, ich habe keinen Gleiter. Gleiter habe ich tatsächlich? Hä? Moment, ich war im Hauptmenü, habe ich noch extra nachgeguckt, da war es alles richtig. Ja, shit, okay. Ah, wir haben Custom vielleicht nicht angepasst. Ah. Müssen wir haben ja The Custom ausgewählt, ja, das wäre ja, ja unser. Und ich glaube, dann müssen wir das vielleicht selber nochmal dann in-game neu machen. Das kann weil sein. Das ist das Standard-Loadout. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mit Standard-Loadout ran. Kein Gleiter, was meiner Meinung nach der größte Nachteil ist. Okay, bei den Ultis kann man sagen, ja, gehopst wie gesprungen. Aber kein Gleiter zu haben, ist meiner Meinung nach der größte Nachteil. Ich habe sogar noch was geändert. Ich habe einen Teleport drin. Ich habe auch einen Teleport drin. Echt? Der Standard, ja. Teleport, Bubble, Camo. Teleport, Bubble, Camo. Ja, okay, stimmt. Ich hatte doch sogar im Menü noch was geändert. Merkwürdig. Na egal. So, wir spielen jetzt schon die erste Klasse, The Standard. mal hier unten gucken, ob da ist eine Kiste. Noch nicht genug Leder. Oh, das ist ja ärgerlich. Hoffen wir, dass es anderen Leuten auch so geht. Und die nicht mit dem Gleiter angreifen. Ja, wir holen die einfach mit dem Gleiter aus der Luft und gut ist. Ja, der Gleiter, kein High Jump, Alter, das ist ja hier Boots on the Ground. Jetzt. Stimmt, wir haben gar nichts. Wir haben keinen Jump. Aber wir können hier das Ewok-Dorf looten. Da sind super viele Sessel. Oh. Schau mir den Sessel noch da hinten. Ich hätte gleich schon eine Armor. Jo, ich hab schon Armor. Oh, lustig. Sehr interessant, wie unterschiedlich die Leute spielen. In die Kommentare hat einer geschrieben, ist es nicht total unsinnig, zuerst die Armor zu craften? Man könnte sie ja auch aus der Kiste finden. Und da hat einer drauf geantwortet, ja, das ist wirklich das Schlechteste, was man machen kann. Und ich sehe das absolut nicht so. Du kannst nie wissen, wenn du angegriffen wirst. Klar, du könntest auf eine Map gucken, wann wer wo kommt. Aber auch da könnte man die Teleporter mit berechnen. Power Jump plus Glider und so weiter und so fort. Also Armor, finde ich, ist das einzig Wichtige. Ja. Das ist, finde ich, das A und O. Kommt man langsam mal Hitze? Nee, glaube ich nicht. Ich stand auch oft und ziemlich lang hier mal am Feuer. Okay. Gut, dann sollte man trotzdem mal auf Action gehen, ne? Ja, wollen wir hier links lang gehen? Oder gehen wir rechts meinst, lang? Du meinst. Also es waren vorhin zwei Teams rechts. Die werden sich gerade getroffen haben. Hat der Spielleiter die Area geschlossen? Ich hasse es immer, wenn die Mitte zu ist. Haben wir, nee, wir haben keinen Spielleiter, glaube ich, oder? Haben wir einen Spielleiter? Stimmt, ich glaube auch das gibt es. Doch, das gibt es, klar, den gibt es im Custom-Game, gibt es den noch. Aber ich habe irgendwie, es gibt keine Custom-AI mehr, glaube ich. Und einen Spielleiter haben wir wahrscheinlich jetzt nicht, deswegen haben wir eine. Aber ich glaube gehört zu haben, vielleicht ist es auch nur ein Änderungswunsch, dass wenn es einen Spielleiter gibt, es keine passive AI mehr gibt. Also dass nicht okay, beide sich einmischen können. Aber da müsste der mehr haben, meiner Meinung nach. Ja, du musst sogar jetzt vorher ja aussuchen, was du mitnimmst. Stimmt. Du hast ja nicht mal alle Fähigkeiten. Ja. Okay, also Leute, ihr seht selbst, wir spielen immer nur sporadisch, aber das ist das Schöne an dem Spiel, finde ich. Man kann es immer mal wieder zocken und das macht das Spiel eigentlich so gut. Ja, das ist halt wirklich sowas, das kannst du einfach ab und zu mal eine Runde einbauen. Gut, wahrscheinlich hast du gegen die Super...
Holy shit, das Leben nur noch, ja, ja, immer noch 7. Es ist ja auch hier, ist es abhängig davon, was für ein Anführungsstrichen Masse Memory du hast. Wenn Leute immer mit einem Pfeil treffen und wir haben jetzt uns noch nicht eingespielt und an die Maus-Sense gewöhnt, haben wir vielleicht einen Nachteil, aber wir hoffen einfach mal, dass wir hier aufgrund unserer normalen Erfahrung ein bisschen mithalten können. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Menge gelootet. Ich würde jetzt gleich auf 10 Pfeile gehen und dann könnten wir eigentlich auch weiter. Hinter dir ist ein Electronic. Ja. Ich habe Camo übrigens genommen. Teleport wäre vielleicht. Ne? Wir können beide mit Camo vielleicht rein. Ja. Um den Opener zu kriegen. Versuchen wir das doch mal. Oh, hier ist ein Reh. Da links sich was bewegen will, ich glaube nicht. Wir können gleich zur Not mal auf den Radar gucken oder zu dem unteren Electronic gehen, dann sehen wir ja, ob sich das einer holt. Okay. Geh mal auf 10 Pfeile hoch. Jo, mach das. Oh, habe ich schon. Dann mehr Boots. Und der Axtsharpener. Oh, der Axtsharpener ist ja teuer. Boah. Achso, das hat jetzt weh. Der normale Axtsharpener. Ja, ja, ich habe ja sonst immer den Scavenger, glaube ich. Ja, genau, ich auch. Das Electronic hier ist die ganze Zeit nicht gelootet, oder? Das ist doch schon länger da. Ja, aber wofür sollte jemand die... Okay, vielleicht, wir haben wahrscheinlich keinen Show Director, sonst würden wir das oben rechts sehen. Ja, okay, wenn das Electronic jetzt noch keine gelootet hat, dann würde das auch keiner mehr wegnehmen können. Dann müssen wir vielleicht mit dem Teleporter raus. Oh, ohne High Jump, ey, ich fühle mich ja richtig bewegungsunfähig. Ja, so, wir haben, ja, wir haben ein Team unten, warte, unten rechts, ein Team... Ja, unten rechts, links. Die müssen raus. Wo gehen die? Ja, die hoch? Gehen nach links leider raus. Okay, das also heißt, wir nehmen keine. Uns. Wir können gleich wieder ein Lagerfeuer. Wir nehmen das Electronic mit. Und den Porter. Genau, dann geben wir dich einen Teleporter. Wie viel Holz hast du? Gleich 2. Ich hab 6. Okay, dann lege ich das Lagerfeuer. Okay. Wir versuchen noch ein paar Meter zu laufen, ne? Sag Bescheid, wenn es bei dir kritisch ist. Ich hab noch ein bisschen. Ich hab mir einen Cloak gemacht. Hier wurde gelootet. Ja, hier waren auch, also hier waren vorhin ja, 2 ja, Teams. Das, aber wieso sollten die dann das Electronic nicht mitgenommen haben? Keiner. Also jetzt ist keins mehr da, das ist klar. Habe ich ja eben auch auf der Map gesehen. Ich lege das Lagerfeuer an das Electronic ran. Jo. Hält ja ein klein bisschen länger. Ja, ja, ja. Alles gut. Stell ich mal genau rein. Dann nehme ich doch den Teleport. Um mich ein bisschen zu bewegen. Ja, ja, macht ja sicher auf jeden ist Fall sicher. Sinn. Ja, oh ne, ich halte mir mal 3 Dingens auf. Hast du 3 Leder über? Nee. Nimm du den Sessel hier oben. Kann es sein, dass sie den Loot erhöht haben? Ich habe noch nie so viele Sessel gelootet wie in der Runde. Ich weiß es nicht. Kann schon sein. Oh, das hat geklappt. Ich habe nicht damit gerechnet. So, ich war oben, bin wieder rückwärts runtergelaufen. Genau, so mir zu viel gesprungen. Ja. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt. Die, wenn die jetzt auf der Map stehen, wissen die, dass wir durch den Porter kommen. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Nicht, dass wir direkt in eine Falle oder so laufen, wenn du direkt hier ein Cage hättest. Das wäre fies. Da drüben ist noch eine Truhe. Ja, ich könnte nicht. Ich habe den Teleporter noch nie benutzt, ja. Ne? Ah, okay. Okay, dann kommst du scheinbar nicht. Ich teleportiere mich einfach gegen die Wand. Geht. So, naja. Der hat eine Minute Cooldown, das ist eigentlich ganz cool. Das treibt prinzipiell die Gegner zu uns, weil da war ja vorhin das andere Team. Die können natürlich auch noch durch den Teleporter gehen. Dann sollten wir jetzt einfach. Ja, die werden nicht. Naja, ist ja geil. Ich warte hier unten bei dir, auf dich. Da hinten ist ja ein Haus. Das sollten wir, wenn da eine Karte drin ist, hätten wir die Möglichkeit, sie abzufangen. Ich kann auch Fallen craften, ich habe jetzt ja welche. Ja, hier ist nochmal Leder, das lasse ich liegen. Und ich glaube, in dem Haus wird keine Karte sein. In dem hier wahrscheinlich eher nicht, nee. Crafte mal Fallen, Bärenfallen. Oh, habe ich jetzt 5 Stück von. Naja, okay. Vielleicht so ein paar schöne Fallen. Hey, Moment, wenn du sagst, die müssen ja hier sein. Ja, also, sie können durch den Teleporter gegangen sein, also. Okay, du meinst diagonal dann. Ja, genau, richtig. Also die Option haben sie theoretisch. Und sie können natürlich auch so gesehen Richtung Mitte hier aus der Zone rauskommen.
Ich bin gespannt. Ich bin auf den finalen Kampf gespannt. Wir hatten noch nie so lange ohne Gegner. Und jetzt, unabhängig jetzt davon, ob wir jetzt am Anfang einen Kampf gehabt hätten, ich glaube, das wird das Finale mit dem meisten Equip. Und ja, wir haben kein Medikit oder so. Das heißt, wir müssen einen One-Rush machen. Also wir dürfen nicht aufhören, sozusagen zu kämpfen, weil sonst heilen die sich wieder. Ein Leder brauche ich gleich noch, den finden wir, aber dafür mache ich mehr Damage mit der Axt. Warte mal, hier ist ein Haus. Vielleicht haben wir eine Karte. Ja, Karte haben wir. Ja, alle sind hier, die sind an uns vorbeigelaufen und treffen sich okay, gleich. Okay, wir müssen nach oben, dann müssen wir dahin. Das ist das Lava-Pit. Ja, da unten sind Spuren. Wir tracken die, damit die... Ja. Okay, dann wissen die wahrscheinlich, dass das von hinten ist. Ja. Einer blutet. Der hat volles Leben. Smokebomb crafted. Ich sehe, dass er eine Smoke... Ich sehe, was er craftet, während ich ihn tracke. War das schon immer so? Machen wir nochmal Hitze? Ja. War das schon immer so, dass du siehst, was er craftet? Ich glaube nicht, nein. In dem Haus drin? Okay. Nochmal. Ja. Okay. Wie viel Holz hast du noch? Drei. Liegt. Hier ist auch noch eine Map, ne? Ja. Ja, okay, jetzt läuft uns keiner weg. Die anderen sind links von uns. Erst die beiden am Zonenrand. Ja, oder? Ja. Die, haben die, die machen auch gerade ein Lagerfeuer. Ja, die waren ja auch low. Ich werde getrackt. Dann kann das nur von oben sein. Das müssen die letzten sein. Das werden die links sein, ja. Ja, ja. Da waren wir ja eben. Ich tracke die nochmal. Dafür ist dann aber jetzt gleich Showdown, weil hier ist Lava. Und wir haben kein Escape. Er hat Schild verloren. Der zweite ist auch hier. Hab einen nochmal. Sehr gut. Ich hab mein Schild verloren. Ja. Shit, der wäre in die Lava gefallen. Einer ist tot. Schön. Wo ist der andere hin? Ich loot ihn eben. Nicht, dass halt irgendwas passiert. Also, weißt du, er könnte die Leiche in die Lava hauen. Ja, da drüben ist er. Sicher? Ja, ja. Ich geh in die... Keine Ahnung, welches Team ist ich es? Ich geh ins Haus rein. Er ist bei uns. Er ist genau bei uns. Okay. Noch unter. Er ist hier links. Er ist auf hier, der anderen, genau, auf bin, der anderen Seite sein. War er eben eigentlich. Ja. Oh Gott, zum Glück das. Stimmt. Er muss da unten auf der anderen Seite sein. Da habe ich ihn eben auch angeschossen nochmal. Haben die hier was gecraftet? Da ist der letzte Sessel, den ich einmal. Nee, ich hab. Nimm du den Sessel. Ich hab einmal alles. Ich kann auch. Ich hab den einen gelootet. Ich hab. Achso, ja, viel. Gut, ich nehm's trotzdem mit. Ja. Ich scavenger nochmal. Hier ist ein Blabe ich noch. Komm, die ist echt. Tripwire. Wie viel Pfeile hast du? Sechs. Okay, naja, shit. Auch nicht so viel. Ich kann aber noch, ich crafte noch. Warte, da war einer in der Wand. Stimmt, wo? Moment, hier müssen die Pfeile doch noch sein. Nee, ich sehe keine mehr. Der hat er alle mitgenommen, oder? Da drüben sind noch. Da hinten, ja. Oh, Achtung, wegen Lava. Ja, ja. Er kann uns ja nicht großartig wegrennen. Moment, das Lagerfeuer kannst du doch. Da oben ist er. Das ist Juan. Die anderen beiden sind jetzt auf der anderen Seite der Brücke. Kundran. Okay. Also bei uns schon direkt dran, oder wie? Ich werde hier auf die Brückenseite eine Bärenfalle legen. Dann könnten wir ihn vielleicht direkt reinschmeißen. Wenn die Brücke nehmen, um hier rüber zu kommen, wäre das optimal. Alter, hier ist alles gelootet. Wir haben den Vorteil. Wir sind zwischen zwei Zonen. Wir sind die einzigen, die auf Zonen spielen können. Ich check noch mal eben die Karte. Boah, das wird taktisch. Hat man schon immer die ganze Zeit. Moment, die müssen hier sein, Kunran. Die müssen sich jetzt nähern. Auf der anderen Seite der Brücke ist einer in dem Busch. Da sind alle! Einer fällt in die Lava? Nee, der hat bestimmt ein Lieb. Hab noch einen angeschossen. Die sind alle low. Wollen wir rüber? Powerleap? Lass ihn rüberkommen, vielleicht. Ich hab einen. Sehr gut. Ich hab den, aber der Einzelne. Lass ihn nicht looten. Nicht looten lassen. Der will auf jeden Fall zur Leiche. Ich hab keine Pfeile mehr. War wieder ein Powerleap? Hab ihm einen Header gegeben. Ich geh rüber. Oh Gott. Komm ich hier irgendwie hoch? Ja, alles gut, Kunan. Ich bin in der Arena mit denen. Ja, ich werde da nicht rein. Ist alles easy. Hab einen. Okay. Hab beide. Gut, okay. Boom. Alles klar, alles klar.
Ende war mega taktisch. Also schade, dass sie nicht rübergekommen sind. Ja, das wäre gut gewesen. Oh, eine schöne Runde. Ja, was war? Die haben 150 Schaden nur gemacht, die letzten tatsächlich. Ja, der hat mich einmal. Der hat mir nur die Rüstung genommen. Der hat an mir keinen Damage gemacht, der hat mir meine Rüstung geklaut. Das heißt, er hat einmal den letzten gehittet, den du dann gekillt hast, den Juan. Die hast du innerhalb von einer Sekunde übrigens getötet, die letzten beiden. Ach so, weil die so lange gelebt haben. 14-13 und 14-29. Nice. Ja, ich hab für einen Schlag, dann kam der nächste da und Schlag bekommen. Schön. Das war eine schöne Runde Damen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like gern mein Video und Kümmern-Video, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.